Hallo Martin. Hallo. Wir freuen uns, dass wir heute wieder am Dorftisch kochen dürfen, wie beim letzten Jahr. Der Dorftisch, vielleicht können wir uns kurz den Tisch anschauen da, ist ein riesengroßer Tisch. Das heißt, da haben 50 Leute Platz, für die wir heute Abend kochen. Das ist für uns Amateure schon ein bisschen eine Challenge, oder ja, Fabian? Schon, ja. Aber ich muss sagen, du machst das jetzt das vierte Mal, dritte Mal? Ich mache es jetzt das dritte Mal. Ich mache es zum zweiten Mal. Letztes Jahr war die Aufregung schon sehr groß. Heuer geht es ein bisschen besser, glaube ich. Sind aber, denke ich, ganz gut vorbereitet, oder? Wir haben gestern schon ein bisschen was vorbereitet in der Küche. Gehen wir in die Küche. Schauen uns das an. Nachdem wir ja Personal sind, gehen wir nicht durch den Haupteingang, sondern wie alle anderen natürlich beim Kücheneingang rein. Natürlich standesgemäße Lieferauto vor der Tür. Was gibt es eigentlich heute, Fabian? Was haben wir vorbereitet? Du, wir haben als Vorspeise haben uns einen italienischen Brotsalat überlegt. Da kommen dazu karamellisierte Marillen, da kommen dazu Fisolen, die wir schon blanchiert haben. Kirschtomaten. Willkommen in der Sandhofküche. So, wir können eigentlich gleich reinschauen da im Kühlraum. Wir haben ja schon vorgeschnipselt und vorbereitet, was wir da haben, oder? Marillen sind schon vorgeschnitten, Tomaten, Feta für den Salat. Da kann man sie ja immer abkühlen zwischendurch. Der Fabian schneidet gerade die Zwetschgen für unser Dessert, wo ich immer noch nicht weiß, wie es heißt. Genau. Das ist mit seiner Creme Royale einfach ein bisschen, kommen super saftige Zwetschgen. Einfach werden die im Rohr aufgebacken und dann ein bisschen Staubzucker drüber. Das ist die Nachspeise. Da haben wir unser Lammragout, das wir gestern schon angesetzt haben. Mit Karotten, Sellerie, Kokosmilch, ein bisschen Asia-Style. Das werden wir dann ein bisschen aufmontieren. Da haben wir in so ein Gerät, das man natürlich das haben wir überhaupt nicht kennt, aber das recht praktisch ist, haben wir das Brot. Das wäre eigentlich was fürs Haus. Tolle Brot von Backstube Lech, im neuen Sauerteig. Das haben wir, das ist das Überbleibsel, oder Martin, vom letzten genau. Dorftisch. Das haben wir vorbereitet für den Brotsalat. Ich bin gerade dabei, dass wir den Lauch schneiden. Der kommt dann nachher nur auf das Lammragout drauf, damit wir ein bisschen Vorbeine kriegen. Und natürlich haben wir uns ein gutes Flascherl aufgemacht. Hubacker 2011. Auch standesgemäß, den Korken sieht man drinnen, wie ist es gehört. Ja, ich sage mal Prost, Fabian. Danke, dass wir das wieder gemeinsam machen. Danke auch Martin, dir für die Möglichkeit. Ingrid, bist du noch da? So, jetzt kommt die Chefin. Dieses Jahr eingeladen, nicht ausgeladen. Ja. Freut uns. Die ist ein bisschen im Hintergrund überwacht. Ja. Also wir melden uns dann später nochmal, wenn es beim Anrichten ist, aber da werden wir schon ein bisschen aufgeregt sein. Genau. Zum Wohl. Zum Wohl, die Herren.